Stück hinab zum alten Rhein. Es ist ein alter Wasserarm des Rheines. Der richtige Hauptrhein ist bereits zum Grenzfluss zwischen Deutschland und der Niederlande geworden. Die letzte deutsche Siedlung Bimmen am linken Rheinufer. Nach 46 Kilometern von Skanden aus erreichte ich die Niederlande. Nun ist der Rhein komplett niederländisch. Bisher lief es ganz gut. Die erste Gemeinde in der Niederlande ist Millingen. Ich bin etwa 6 Kilometer von Nimmingen entfernt. Die Landschaft hier ist nicht mehr ganz so eben. Hier bei Nimmingen spaltet sich langsam der Rhein in verschiedene Mündungsarme. Also beginnt hier das Delta. Hier ist ein Seitenkanal des Rheines. Ich bin in Wischen angekommen. Es liegt nahe Nimmingen und etwa 20 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Nun zu meiner heutigen Etappe von Pfingstsonntag. Sie ging von Skanten bis nach Wischen mit 83 Kilometern. Sie führte mich hauptsächlich am Rhein entlang. Es gab auch Abschnitte, wo ich weiter weggefahren bin vom Fluss. Und bei Bimmen, das ist hier, bin ich über die Grenze gefahren. Man hat eigentlich gar nicht mitbekommen, dass dort die Grenze verläuft. Die schwarze Linie ist die Grenzlinie. Hier ist Emmerich und kurz danach auf der rechten Seite Niederlande, sieht man ganz deutlich, hier ist die Grenze. Und ab hier bis zu meinem Übergang ist das dann der Grenzfluss Deutschland-Niederlande. In Nimmingen gab es Berge. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber wenn man von den Rhein ging es hinauf nach Nimmingen, zwar nicht viel,
erstmal die Berge so 300 Meter hoch sind. Aber man musste wirklich das Fahrrad schieben bis in die Innenstadt stellenweise. In der Stadt habe ich nichts gefunden, deswegen musste ich ein Stückchen weiterfahren nach Wischen. Ich wollte heute weiterfahren wie die anderen Tage. Es hat eigentlich praktische Gründe. Heute war das Wetter gut, kein Wind, relativ viel Sonnenschein. Morgen ist es wieder laut Wetterbericht das komplette Gegenteil, wenig Sonne, viel Regen und der Wind von vorne. Diesmal hoffe ich, dass der Wetterbericht nicht recht hat. Limmingen zählt zu der Provinz Gelderland im Königreich der Niederlande. Und hier bin ich auch im Zweistromland. Im Süden gut zu erkennen die Maas, die parallel zum Rhein im Norden entlang fließt. Die Maas hat im Gegensatz zu den Rhein schon eher die niederländische Grenze passiert. Der Blick aus meinem Hotelzimmerfenster. Heute geht es weiter Richtung Rotterdam, aber nicht so ganz so weit. Es ist in etwa von hier aus noch 120 Kilometer in etwa. Das ist natürlich für einmal wesentlich zu weit. In erster Linie geht es dann nach Westen, um irgendwann mal wieder den Rhein zu erreichen. Meine Unterkunft. Das hat gestern lange gedauert, bis ich sie gefunden habe. Nun bin ich aus der Gemeinde Wischen herausgefahren. Am Wegesrand, aber eingezäunt.
Was ist das? Der Weg führt mich nun durch eine Allee. Hier gibt es viele davon. Ein Blick übers weite Land. Ich bin im Hotel in Zaltbommel angekommen. Es hat heute beim ersten Mal geklappt. Hier im ländlichen Raum ist die Hoteldichte extrem dünn. Wenn es hier nicht geklappt hätte, müsste ich ca. noch 15 Kilometer fahren, bis dort vielleicht ein Hotel kommt. Ich bin in der Gemeinde. Eine verhältnismäßig große Kirche. Auch hier zu sehen die in den Niederlanden typische Hausbauweise mit ihren braunen Wänden. Das zum Beispiel. Er heißt hier ja Aal. Bei mir ist das dasselbe. Bei Aal ist der Hauptarm des Weines. Dann geht ja auch der Radrheinweg dort lang. Unterkunft. Ein Blick aus meinem Hotelzimmerfenster. Heute war die letzte volle Radtour, die ich unternommen habe. Morgen kommt eine
Alberer Tor noch. Und dann geht's zur Abschiedstournee. Und hier draußen sieht man den Hafen. Nun ein Blick auf die Karte zu meinem letzten Vollradfahrtag. Es bezieht sich nicht auf den Fahrer, sondern auf die gesamte Länge. Ich startete in Wischen, das zählt zum Gelderland. Dann führte mich der Weg nach Süden zur Maas. Hierbei überquerte ich die Provinzgrenze zu Nordbrabant, streifte die Provinzhauptstadt und gleich nach der Provinzhauptstadt wechselte ich wieder und kam ins Gelderland zurück und endete in Zandbommel. Die Gesamttour betrug 59 Kilometer. Und ein Blick auf die Topografie-Kurve hier. Am Anfang war ich noch im niederländischen Bergland. Und dann sukzessive ging ich dann ins niederländische Flachland über. Da sieht man an den Ausschlägen, es wird immer zunehmend ebener. Das niederländische Bergland habe ich ja nur gestreift. Das richtige Bergland ist in der Nähe von Maastricht. Weit im Süden, wo sich auch die hohen Berge der Niederlande befinden. Die gehen bis 300, 400 Meter hoch. In Nimwegen, was natürlich nicht ganz so hoch ist, ja klar, dort hört es ja Bergland ja auf. Nicht weit von hier befindet sich ein Drei-Provinz-Eck. In Fuhren endet das Gelderland mit der Hauptstadt Arnheim. Im Westen beginnt dann die Provinz Südholland bei der Stadt Gornichem. Mit dessen Hauptstadt werde ich noch hinkommen, nämlich Den Haag. Und im Süden kommt dann der Nordtrabant an den Waal bei der Stadt Wommishem, in der Hauptstadt, wo ich heute gestreift habe. So, und nun zu meiner Abschiedstournee noch ein paar, wie ich mir das so vorgestellt habe. Mein Plan zur Abschiedstournee. Ich will morgen über Leerdam nach Donrecht
Noch mit den Radfahren. Es sei denn in Leerdam, dauert das bei dem Glasmuseum sehr lange. Weil die eine Glasbläserei haben, so wie ich das Prospekt entnommen habe, fahre ich dann gleich von Leerdam nach Rotterdam gleich mit dem Zug und nicht erst mit dem Fahrrad bis Dornrecht. In Rotterdam bleibe ich 2 Nächte und fahre dann mit dem Zug nach Hoek van Holland, bleibe dort 1 Nacht und fahre vielleicht auch noch ein Stückchen mit dem Fahrrad, das kann möglich sein, von Hoek van Holland bis nach Den Haag mit dem Zug. Dort bleibe ich wie in Rotterdam 2 Nächte. Und hier geht es dann mit dem Zug weiter nach Hause. Man kann gar nicht glauben, dass die Zeit schon vorüber ist. Wie schnell sind schon die 4,5 Wochen vergangen? Die ich am Rhein verbracht habe. Ein Blick zurück nach Zarnbommel. Nach der Überquerung des Rheines, gut, hier heißt der Hauptmündungsarm Waal, aber bei mir ist dasselbe. Aber im eigentlichen Sinne geht an der Waal auch der Rheinradweg entlang. Eine einheitliche Schilderung habe ich bis jetzt nicht gesehen. Nun geht es weiter Richtung Leerdam. Ich bin etwa 6 Kilometer vor Leerdam. Das sind bei den heutigen Wetterverhältnissen eine knappe Stunde. Gestern und vorgestern war das Wetter noch in Ordnung. Ich bin in Leerdam. Ankunft im Glasmuseum.
dann mal kommt der Trick bei der Arbeit zu sein und dann ist es jetzt. Als ich vom Klaas Museum hier angekommen bin, sah das aus wie eine reine Gaststube. Aber im Hintergrund war der Glasbläser. Das ist die alte Stadtmauer und heutzutage auch noch Flutschutzmauer mit. Von hier bis dort rechts sind es etwa 40 Kilometer. Das sind 4 Stunden.
Jetzt habe ich es 13:30 Uhr. Und dann von dort aus mit dem Zug zu fahren, ist zu weit, zu lange. Blick zur Altstadt. Ich bin auf dem Weg zum Bahnhof. Ich bin im Hotel in Rotterdam angekommen. Ich bin froh, dass ich das so gemacht habe, dass ich mit dem Zug hierher gekommen bin. Zu meiner heutigen Etappe vom 26. Mai. Ich startete in Zaltbommel und endete in Rotterdam, Stadtmitte. Die Gesamttour, die ich mit dem Fahrrad zugelegt habe, betrugen 24 Kilometer. Die Gesamtstrecke wäre so etwa 90 Kilometer lang gewesen, mit über Leerdamm. So fuhr ich nämlich nur von Zaltbommel nach Leerdamm. Das Stückchen hat voll und ganz gereicht. Heute war mal wieder sehr viel Wind. Laut Wetterbericht sollen so 31 km/h Wind aus West sein. Und das ist eine ganze Menge. In Leerdam wird seit 52 Jahren etwa Glas hergestellt. Ich war im Glasmuseum, das befindet sich hier in und im Glasplas Veranstaltung, das befindet sich hier in etwa. Das Glasmuseum hätte ich mir schenken können. Es war nicht die Masse. Dafür hat mir das bei den Glasbläsern besser gefallen. Es war mal interessant, wie sowas geht. So, und danach dem Glasbläsern ging es dann zum Zug und dann Richtung nach Rotterdam. Er fuhr 2,5 Stunden. Da war ich wesentlich schneller, als die Strecke mit dem Rad gefahren wäre. Heute bleibe ich einen ganzen Tag in Rotterdam. Den Tag plane ich so früh, also jetzt gleich, gehe ich zum Hauptbahnhof und buche die Fahrt nach Hause und dann Nachmittag die Stadtrundfahrt. Nun geht es vom Hotel
zum Parkhafen, wo die Stadtbesichtigung beginnt. Nach fast 3 Kilometern erreicht ich den Euromast-Turm. Nun 13 Uhr die Stadtumfahrt beginnt. There's the rest of the passengers. Yeah. We can wave. Oh, die witte personen zijn niet binnen laten. Der Hauptbahnhof. Nach der Stadtrundfahrt nun vorbei an der norwegischen Seemannskirche. Weiter an einem Park vorbei. Weiter an der russischen orthodoxen Seemannskirche vorbei. Die Maas kurz vor ihrer Mündung in den Rhein am Waal. Zur Maas im Hotel später mehr.
So, und nun bin ich wieder im Hotel. Noch einmal zu der Stadtbesichtigung und zur Stadt Rotterdam. Die Stadtbesichtigung dauerte eine Stunde und führte mich innerhalb der Innenstadt entlang. In Rotterdam gibt es jede Menge Seiten, Kanäle, die Maas, die Rheinarme. Also es ist für ein Laien nicht zu erkennen, ob das nun ein Rheinarm ist oder ein Seitenkanal. Bei Rotterdam mündet auch die Maas in den Rhein. Ich gehe mal davon aus, dass das hier die Maas ist. Die alte Maas. Die haben sie oder mehrfach umgelegt. Sie ist auch der längste Nebenfluss des Rheines mit 874 Kilometern. Er kommt aus den Ardennen, das ist die Eifel auf belgischer Seite, und fließt ja eine ganze Zeit lang den Rhein parallel. Und hier endet auch das Zweistromland bei der Mündung. Auch in Rotterdam war früher mal der größte Hafen weltweit. Mittlerweile hat die chinesischen Häfen ihn überholt. Das ist auch ein Zeichen des schwindenden Machtverlustes der europäischen Weststaaten. Aber Rotterdam ist immer noch der zweitgrößte europäische Hafen. Der größte soll Antwerpen sein. Und dann kommt Rotterdam. In Rotterdam gibt es kaum mehr alte Bauwerke, wie ich schon den ganzen Rhein schon mitbekommen habe. Rotterdam wurde durch die Deutschen zerstört und dann bei der Befreiung noch einmal. Aber sie sind stolz, dass sie das so schön, wie sie selbst sagen, wieder aufgebaut haben. Modern, die bezeichnen sich selbst als das Manhattan an der Maas. Was mir auch bei der Stadtrundfahrt aufgefallen ist, bei den Sprachen stand einerseits Niederländisch und andererseits Rotterdamisch. Also muss es einen Unterschied geben zwischen den beiden. Und es sind nicht bestimmt nur einfache Dialekte. So, und einen kurzen Ausblick für morgen. Ich fahre mit dem Rad. Nur, oder beziehungsweise ich laufe
bis zum Hauptbahnhof und von dort mit dem Zug nach Maas-Sulis, weil ich dann hier aus dem Stadtgebiet heraus bin. Und dann geht es weiter mit dem Rad. Die dunklen Flecken ist Stadtgebiet. Ich bin in Maas-Sulis West angekommen mit dem Zug. Nun geht es mit dem Rad weiter Richtung Höck. Blick zurück nach Maas-Sulis. Stehen mir nun bevor. Hier ein Blick zum Hauptmündungsarm. Das ist die Richtung Rotterdam. Schwenken wir einen Blick Richtung Höck.
Lichter herrschen hier dazu unterschiedliche Angaben. In Höck von Haaland habe ich nichts gefunden, da die ganzen Hotels geschlossen waren. Nach Mittagessen geht es weiter Richtung Den Haag. Die Rheinmündung. Und von Weitem grüßt England. Die Landschaft bei Höck von Holland. Ich bin auf dem Weg in Richtung Den Haag. Ich bin in Heide am See angekommen. Es liegt in etwa 15 Kilometer von Den Haag entfernt. Hiermit endet das Erreichen des Hotels nun endgültig meine Radtour am Rhein.
aber man erkennt nichts. Ist ja klar. Es sind ja 150 Kilometer noch bis zur anderen Küste. Meine Unterkunft. Sie liegt unmittelbar am Strand, beziehungsweise an der Küste. So sahen die gesamten Orte fast immer aus. Ein Straßenzug mit der fast identischen Bauweise der Häuser im ländlichen Raum wohlgemerkt. Nun bin ich wieder im Hotel und blicke aus meinem Fenster heraus. Bevor es morgen weitergeht, heute noch einen Rückblick auf den kompletten Rhein sowie auf die Tour von heute. Die Fahrt nach Den Haag zähle ich nicht mehr zum Rhein, weil die Stadt zu weit davon entfernt liegt. Sie nehme ich bloß mit, weil sie in unmittelbarer Nähe des Rheines zwar noch liegt und die Hauptstadt der Niederlande ist, und ein anderer Grund ist, dass ich von dort aus besser nach Hause fahren kann. Nun zu meiner heutigen und letzten Etappe am Rhein. Sie führte mich von Maas-Luis nach Höck von Holland mit 22 Kilometern. In den 22 ist auch die Hotelsuche in Höck von Holland mit inbegriffen. Höck von Holland ist auch der Tiefpunkt meiner Tour. Dort war ich stellenweise bis zu 10 Meter unter dem Meeresspiegel.
Von der Mündung ging nach Heide am See mit 7 Kilometern Im ursprünglichen Sinne wollte ich ja nicht bis Heide fahren, sondern bloß bis Höck. Aber in Höck gab es kein einziges Hotel, was offen war. Trotz mehrfachen Leuten an der Hotelpforte hat niemand geöffnet. Mit Erreichen der Nordsee bei Rotterdam endet mein 4. Teilabschnitt der Niederrhein inklusive Deltarhein. Ich bin an ihn 402 Kilometer gefahren, aber der Abschnitt hat nur 287. Die erste Etappe war von Bonn nach Köln mit 47 Kilometern. Hier ging es noch direkt am Rhein entlang. Dann aber von Köln nach Neuss die 53 Kilometer durch die Industrie musste ich dann stellenweise weiter wegfahren. Dann von Neuss ging es nach Duisburg, auch eine Industrieetappe mit 73 Kilometern, aber nicht ganz so viel wie davor. Von Duisburg nach Xanten mit 41 Kilometern. Das war die Tour, wo ich den Wind von vorne hatte, in Sturmstärke. Dann von Skanten nach Wischen, die Mammut-Tour mit 83 Kilometern. Damit war auch die Zickzack-Tour in Nimmingen mit dabei. Dann ging es von Wischen, da sind wir schon die erste in der kompletten Tour in den Niederlanden, nach Zartbommel mit 59 Kilometern. Diese war an der Maas. Dann von Zartbommel nach Rotterdam mit 24 Kilometern und dann von Rotterdam nach Höck von Holland mit 22 Kilometern. Die beiden letzten Touren bin ich mit dem Zug gefahren viel, weil ja ringsrum um Rotterdam viel Industrie ist und Stadtverkehr. Das sind die Erfahrungen gewesen aus der deutschen Industriezeile. Das habe ich gesagt, hier tue ich mir das nicht noch einmal an. Und ich glaube, so war es besser. Das komplette Delta befindet sich in den Niederlanden. Es ist das drittgrößte in Europa. Mein zweitgrößten war es schon, nämlich das der Donau. Und beim größten werde ich nicht hinkommen, nämlich der Wolga. In der Niederlande entlang des Rheines konnten fast alle ziemlich gutes Deutsch, auch bis zum Schluss konnte man deutsche Programme empfangen.
Der Rhein hat von seiner Quelle bis zu seiner Mündung 1100 Kilometer zurückgelegt. Kein anderer Fluss wird in so viele Flussabschnitte unterteilt wie er. Der erste Abschnitt ist der Vorder- und Hinterrhein mit Alpenrhein. Das sind so 145 Kilometer. Das ist dort, wo der Rhein aus der Erde kommt und brausend ins Tal stürzt und an seinen Ufern rechts und links hohe Berge stehen. Dann folgt der Bodensee bis nach Basel, bezeichnet man als Hochrhein mit 165 Kilometern, ist da, wo die Alpen den Rhein noch grüßen. Von Basel nach Bingen bezeichnet man als Oberrhein mit 364 Kilometern, ist da, wo das Tal des Rheines am größten ist. Von Bingen bis Bonn bezeichnet man als Mittelrhein mit 139 Kilometern, ist da, wo der Rhein sich durchs Schiefergebirge sich schlängelt. Von Bonn bis so kurz nach der niederländischen Grenze bezeichnet man als Niederrhein. Da ist dort, wo die Metropolen und Industrieanlagen sich aneinanderreihen. Und der Delta-Rhein ist quasi dann das letzte Stückchen, ist dort, wo sich der Rhein aufteilt und ins Meer stürzt, beziehungsweise mündet. Zusammen sind es 287 Kilometer. Die Kilometerangaben der einzelnen Flussabschnitte sowie des gesamten Rheines variieren je nach Lektüre. In früheren Zeiten konnte man an allen Ufern des Rheines Deutsch reden, bis auf den Delta-Rhein, der ist in den Niederlanden. Das ist heute nicht mehr ganz so. In Elsass, wie schon in dem Abschnitt angesprochen, ist das Deutsche weitgehend verschwunden. An ihn bin ich laut Fahrradcomputer 1229 Kilometer entlang gefahren. Ein Blick zurück nach Heide am See. Nachbargemeinde Monster.
aufs Meer. Ankunft im Stadtgebiet von Den Haag. Es sind noch 7 Kilometer bis zum Zentrum. So kann es bleiben. Ich bin in Den Haag angekommen. Es gibt eine Programmänderung, dazu später mehr. Ich war heute bei Zeiten hier. Da habe ich schon eine Broschüre bekommen für die Stadtbesichtigung. Die werde ich dann nach dem Mittagessen unternehmen. Vom China-Viertel, wo meine Unterkunft ist, bin ich nun am alten Rathaus. Palast Nordheide. Konsulat der Tschechischen Republik. Provinzen.
der Regierungssitz von Hausen. Ich bin wieder im Hotel. Zum Schluss meiner Stadtbesichtigung fing es an mit Regnen. Man kann sagen, bei der diesjährigen Tour, es hat mit Regen begonnen und nun hört es auch mit Regen auf, meine Tour 2015. Dazwischen war das Wetter trocken, manchmal sonnig. An ein paar Tagen war etwas viel Wind, aber ich kann damit zufrieden sein. Nun zur Stadtbesichtigung. Mit Hilfe dieses Planes sollte man sich in der Stadt zurechtfinden. Auf der Rückseite sind dann die ganzen einzelnen Punkte erklärt. Ich persönlich kam damit nicht zurecht. Ich startete im chinesischen Viertel, weil auf dieser Straße meine Unterkunft ist. War es für mich praktisch, hier anzufangen. Lief die rote Linie entlang. Hier ist die Jakobuskirche. Die habe ich nicht ganz mit drauf gekriegt, habe ich sie gelassen, die zu füllen, weil die zu groß war und die Perspektive haute nicht hin. Dann ging es nach Norden zum Palast. Vom Palast nahm ich diese Straße, ging zum Regierungssitz und von dort aus ins Hotel. Als ich hier die Straßen gesucht habe, wo es eigentlich lang ging, deswegen habe ich dann hier auf der Brücke beschlossen, einfach nicht nach dem Plan zu gehen, sondern einfach frei nach Schnauze. Dumm nur, dass es dann hier angefangen hat zu regnen, da habe ich es dann endgültig abgebrochen. Die Stadt an solches gefällt mir, weil hier noch wirklich viele alte Bauwerke erhalten sind. Wie bin ich nach Den Haag gekommen? Ich fuhr früh los. Der Weg führte mich genau an der Küste entlang bis kurz vorm Stadtgebiet. Und im Stadtgebiet ging es mühelos zum Zentrum. Dort fand ich auch das erste Hotel. Es war mir zu teuer. Weiter ging es zum zweiten, auch noch etwas zu teuer. Und nun bin ich beim dritten Hotel gelandet. Sie hatten nur was frei für eine Nacht. Ist zwar auch noch im oberen Spektrum, auch so, dass es das Hotel nur für eine Nacht etwas übrig hatte, ergab sich nun folgende Planänderung. So fahre ich nicht übermorgen nach Hause, sondern schon morgen. Ich hatte die Wahl, entweder ich versuche es bei den anderen beiden teureren Hotels noch einmal, ob sie was frei hätten,
Da hätte ich in etwa 200 Euro pro Nacht bezahlt. Oder ich bezahle die Umbuchungsgebühr bei der Bahn. Ich habe mich für das Letztere entschieden. Bis hierher waren es 18 Kilometer. Ich habe morgen noch bis 12.23 Uhr in Den Haag Zeit. Ab dann fährt der Zug ab. Er fährt über Hengelo, dort muss ich einmal aussteigen und umsteigen, ein zweites Mal in Hannover und wenn er pünktlich ist, 20:19 in Leipzig Hauptbahnhof wieder aussteigen. Von Leipzig Hauptbahnhof werde ich dann mit dem Rad oder mit dem Nahverkehr nach Hause fahren. Die Reisezeit beträgt in etwa 8 Stunden. Und damit endet mit Erreichen von meinem Zuhause die Tour 2015. Sie war gemäß der Tage mit Abstand die teuerste. Zum ersten Mal wurde mein Reisebudget um fast das Doppelte überschritten. Aber das liegt hauptsächlich auch mit daran, dass meine Etappen diesmal nicht ganz so groß waren und viele Großstädte mit auf meinen Weg lagen. In den Städten ist es immer teurer wie auf dem Land. Der Blick aus meinem Hotelzimmerfenster. Nach dem Frühstück habe ich nun 3,5 Stunden Zeit. Meine Unterkunft. Die Straße, wo meine Unterkunft war, die Moschee unmittelbar von meinem Hotel entfernt. Sie liegt verborgen im Hinterhof. Und nun geht es zum Bahnhof. Warten auf den Zug.
Von hier Richtung Süden fließt der Rhein seit Den Haag parallel vorbei, bis der Abstand wächst von Den Haag auf von 30, hier schon bei 50 Kilometern. Bis er dann ganz verschwunden ist, weil der Zug fährt nach Osten und der Rhein kommt von Süden. Ich bin in der Nähe von Apeldoorn. Mit Erreichen von Hengelo endet auch meine Rhein-Parallelfahrt. Sie war hier wesentlich kürzer wie auf der Hinfahrt. Auf der Hinfahrt ging es nämlich von Frankfurt über Karlsruhe zum Bodensee. Von Hengelo nach Bad Bentheim musste ich in den Bus umsteigen und dort aus wieder in den IC nach Hannover. Ich bin auf deutschem Boden. So, nun bin ich wieder zu Hause. Ich bin dann von Leipzig Hauptbahnhof mit der S-Bahn nach Leutsch gefahren und dort aus mit dem Fahrrad hierher. Da war ich schneller, als wenn ich auf die Regionalbahn gewartet hätte. Und alle Züge bis auf der nach Hannover waren pünktlich.